Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 55, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde Solidarität mit den Streikenden in Hessen. IG Metall setzt wichtiges Thema Arbeitszeitverkürzung auf die Tagesordnung. Drucksache 19/5977. Die Redezeit wie gehabt 5 Minuten. Das bedeutet, dass wir jetzt beginnen können mit Frau Kollegin Wissler. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Landtag wird gern die gute wirtschaftliche Situation in Hessen gelobt. Und wenn irgendwo neue Arbeitsplätze entstehen, heftet sich das die Landesregierung auch immer gerne ans Revers. Wir finden es wichtig, dass sich der Landtag auch mit der Situation der Beschäftigten im Land auseinandersetzt. Meine Damen und Herren. Und gestern sind Tausende Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in einen 24-stündigen Warnstreik getreten. Ich freue mich, dass Vertreterinnen und Vertreter der IG Metall heute hier auf der Tribüne sind und begrüße sie ganz herzlich. Ich grüße auch die Streikenden bei Bombardier in Kassel, bei AVO in Frankfurt, bei VW in Baunatal, bei der WAG in Hanau und bei all den anderen Betrieben, die heute bestreikt werden. Die IG Metall fordert 6% mehr Lohn. Und noch entscheidender, sie fordert Möglichkeiten, die Arbeitszeit vorübergehend auf 28 Stunden in der Woche zu reduzieren, gerade für besonders beanspruchte Gruppen wie junge Eltern und Pflegende. Und diese Forderungen sind mehr als berechtigt. Denn die Konjunkturlage ist gut, gerade in der Metall- und Elektroindustrie. Und die Aktionäre und Vorstände, die bedienen sich ja bereits großzügig. Dividenden- und Managergehälter steigen, aber bei den Beschäftigten kommt bisher nur wenig an. Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es allen gut. Das wird ja immer gerne behauptet, aber freiwillig geben die Arbeitgeber meist nichts ab. Denn für die Arbeitgeber ist eigentlich immer der falsche Zeitpunkt für eine Lohnerhöhung. In der Krise wird gesagt, man darf keine Lohnerhöhung fordern, weil das würde ja die Krise verschärfen. Und im Aufschwung wird gesagt, jetzt darf man natürlich erst recht keine Lohnerhöhung fordern, weil das würde den Aufschwung gefährden. Und, meine Damen und Herren, bei Siemens und General Electric sollen trotz Milliardengewinne sogar Tausende Arbeitsplätze abgebaut werden. Viele Beschäftigte, unter anderem in Kassel und in Offenbach, bangen um ihre Arbeitsplätze. Und wir wünschen den Beschäftigten alles Gute beim Kampf um ihre Arbeitsplätze und um den Erhalt aller Standorte. Ja, und dass das wirtschaftliche Wachstum auch in der breiten Masse ankommt, das geht auch diesen Landtag etwas an, weil es um die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Menschen in diesem Land geht. Und deshalb fast noch wichtiger als ein deutliches Lohnplus ist, dass die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung endlich wieder auf die Tagesordnung gesetzt wird. Seit Beginn der Industrialisierung wird dafür gekämpft, dass technischer Fortschritt zu kürzeren Arbeitszeiten und zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen führt. Die Arbeiterbewegung hat den freien Sonntag erkämpft, später dann den freien Samstag, den 8-Stunden-Tag und Arbeitszeitverkürzungen wie die 35-Stunden-Woche. Neue Entwicklungen wie die Digitalisierung sind aber auch mit großen Ängsten verbunden, gerade bei den Beschäftigten, weil sie Sorge haben, dass Arbeitsplätze wegfallen. Das muss man sich einmal vorstellen. Wenn durch technischen Fortschritt in der gleichen Zeit mehr produziert werden kann, sollte das doch eigentlich zur Folge haben, dass alle Menschen weniger arbeiten. Im Kapitalismus ist es aber so, dass schnellere Produktionsverfahren dazu führen, dass ein Teil der Arbeitsplätze abgebaut werden, während alle anderen genauso viel weiterarbeiten wie zuvor. Also, dass Sie jetzt auch noch mit Siemens anfangen, wissen Sie, wir hatten hier im Landtag in der letzten Plenarwoche genau diese Debatte. Und es ist wirklich eine Sauerei, was Siemens macht, Tausende Arbeitsplätze abzubauen, den Standort Offenbach zu gefährden, obwohl die Leute sogar Überstunden arbeiten. Also, Herr Schwarz, das ist doch lächerlich.
von Effizienzsteigerungen durch technischen Fortschritt dürfen doch nicht nur die Konzerne und Aktionäre profitieren. Sie müssen doch allen Beschäftigten zugutekommen, weil die sind es doch, die den Wohlstand in diesem Land erarbeiten. Stattdessen wird immer mehr Flexibilität von den Beschäftigten gefordert. Der Arbeitsmarkt wurde immer weiter dereguliert, die Leiharbeit ausgeweitet, Werkverträge sind auf dem Vormarsch. Und das ist natürlich eine Folge von politischen Entscheidungen. Das wollen Sie nicht hören. Aber natürlich, wer über Unsicherheit und Leiharbeit spricht, der darf über die Agenda 2010 und Hartz I bis IV nicht schweigen. Immer mehr Menschen arbeiten auf Abruf, mal mehr, mal weniger. Aber nicht so, wie es dem Beschäftigten ins Leben passt, sondern so, wie es dem Unternehmer in die Auftragslage passt. Und das ist faktisch die Auslagerung von unternehmerischem Risiko an die Beschäftigten, die ihr Leben nach der Auftragslage ausrichten sollen, statt dass die Unternehmen ausreichende Personalreserven vorhalten. Für uns ist klar, wenn die Unternehmensverbände sagen, wir brauchen Überstunden, und wir brauchen Arbeiten auf Abruf, weil wir nicht genug Fachkräfte haben. Ja, bitte schön, dann sollen Sie halt endlich mehr Menschen ausbilden, dann haben wir auch mehr Fachkräfte, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Arbeit muss gerechter verteilt werden. Während 1,8 Milliarden Überstunden in diesem Land gemacht werden, arbeiten andere in erzwungener Teilzeit. Wir müssen die Wochenarbeitszeit reduzieren und vor allem auch die Lebensarbeitszeit. Die Rente ab 67 muss zurückgenommen werden. Und hier können die Metallstreiks auch für die Beschäftigten in anderen Bereichen wichtige Impulse setzen. In diesem Sinne, unsere Solidarität haben die Streikenden. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Decker für die SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch unser Gruß gilt den Vertretern der Gewerkschaft, die heute auf der Tribüne sitzen. Ich will mir heute Morgen auch den Hinweis ersparen, Kollegin Wissler, dass wir uns eigentlich aus Tarifauseinandersetzungen heraushalten. Ich will aber gleichzeitig meiner großen Freude Ausdruck verleihen, dass ich die Position der SPD hier heute klar machen darf. Und genauso wie bei der FSC-Zertifizierung ist unsere Haltung hier auch klar. Wir stehen in dieser Auseinandersetzung klar an der Seite der Beschäftigten, meine Damen und Herren. Nach meiner Erinnerung sind das die ersten 24-stündigen Warnstreiks seit 1984. Damals ging es auch nicht nur um wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Entscheidungen, sondern auch um eine gesellschaftspolitische Entscheidung. Damals ging es um die Durchsetzung der 35-Stunden-Woche. Heute geht es ebenfalls wieder um eine Weichenstellung gesellschaftspolitischer Art. Es geht nicht nur um die Durchsetzung höherer Löhne. 6% sind gefordert, angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung eine klare, aber auch vollkommen berechtigte Forderung. Es geht vor allem um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und um den Erhalt von der Gesundheit der Schichtarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dabei geht es vor allem um die verkürzte Vollzeit, die von der IG Metall gefordert wird, und dabei insbesondere um die Forderung eines Teilentgeltausgleichs für Schichtarbeit, für Kinderbetreuung und die Pflege der Angehörigen. Es soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Arbeitszeit auf 28 Stunden abzusenken, allerdings mit entsprechenden Entgeltverlusten, meine Damen und Herren. Genau daran entzündet sich natürlich der Konflikt mit der Arbeitgeberseite. Um die Sache beurteilen zu können, muss man sich die Entwicklung der letzten Jahre einmal vor Augen führen. Jeder von uns erkennt dabei, dass sich die Schichtarbeit enorm ausgeweitet hat. Ich will das Beispiel mal nehmen vom Daimlerwerk in Kassel. Dort werden Lkw-Achsen gebaut. Dort arbeiten inzwischen fast ein Drittel der Produktionsbeschäftigten in einer 20 oder 21 Schichten und in diversen Wochenend-Arbeitszeitmodellen. Ich muss hier niemandem erklären, dass das zulasten der Gesundheit, des Familienlebens und des Privatlebens geht. Die Belastungen sind enorm. Ich habe noch sehr wache Kindheitserinnerungen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Vater hat 20 Jahre bei Volkswagen in Zweischicht, nur in Zweischicht gearbeitet. Das hat schon gereicht. Er hat sicherlich sehr gutes Geld verdient. Aber ich weiß, was das aus einem Menschen machen kann, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Auf der einen Seite wäre natürlich eine Rückführung der Arbeitszeitmodelle aus Wettbewerbsgründen ein unkalkulierbares Risiko für Arbeitsplätze und für die Standorte. Auf der anderen Seite muss es aber eine Chance geben, liebe Kolleginnen und Kollegen, kürzer zu treten, zu regenerieren und die Arbeitskraft zu erhalten, gerade in Zeiten immer höherer Arbeitszeitverdichtung und ständig steigender Anforderungen an jeden Einzelnen an seinem Arbeitsplatz. Und dies gilt vor allen Dingen für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Übrigens zur Klarstellung, es wird ja nur ein Teillohnausgleich gefordert. Und da wird ohnehin nicht jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin von Gebrauch machen wollen und können, weil sie sich vielleicht finanziell gar nicht leisten können oder auch nicht leisten wollen. In jedem Fall muss es aber eine Chance geben, auch wegen der Kinderbetreuung oder wegen der Pflege der Eltern oder der Großeltern die Arbeitszeit auf 28 Stunden absenken zu können, meine Damen und Herren. Um in Zahlen zu sprechen, 750 € für jemanden, der aus Altersgründen abspecken muss im Jahr, und 250 € im Monat für jemanden, der wegen Kinderbetreuung oder wegen der Pflege der Eltern kürzer treten muss. Und dabei ist da auch klar, dass die Betroffenen einen erheblichen Teil der Einkommenseinbußen selber schultern müssen. Und das ist insofern keineswegs, wie von Arbeitgeberseite gern deklariert wird, der Gang ins Schlaraffenland, meine Damen und Herren. Deshalb werden schätzungsweise auch nur etwa 15 bis 20% der Belegschaft diese Option ziehen. Und jetzt wird es spannend, die Arbeitgeber argumentieren, dass die Unterstützung von Pflege und Betreuung Aufgabe des Staates sei, nicht ihre. Das kommt mir bekannt vor, das haben wir an anderer Stelle auch schon mehrfach gehört. Nein, meine Damen und Herren, da sagen wir ganz klar, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der sich auch die Arbeitgeberseite nicht entziehen darf. Die Gewerkschaften, Kollegin Wissler hat darauf hingewiesen, die Gewerkschaften haben auch schon an anderer Stelle große Dinge durchgesetzt, z.B. auch die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, um das noch ergänzend hinzuzufügen. Ich weiß, dass die Solidarität in diesem Hause heute Morgen hier sehr geteilt sein wird und sicherlich auf unterschiedliche Freude und Unterstützung fallen wird. Ich sage für meine Fraktion, es lohnt sich, auch diesmal hart zu verhandeln. Glück auf! Das Wort hat Frau Abg. Bächle-Scholz, die CDU-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte Gewerkschaftsvertreter! Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Sie von der LINKEN das Bedürfnis haben, sich heute zum Thema Streik der IG Metall zu äußern und Ihre Solidarität zum Ausdruck bringen wollen. Aber ich möchte es auch einmal von einem anderen Aspekt beleuchten. Daher erlaube ich mir die Frage, ist es wirklich sinnvoll, dass sich der Hessische Landtag in die laufenden Tarifverhandlungen zwischen den Arbeitgebern und den Gewerkschaften einmischt? In Hessen wie in ganz Deutschland gilt die Tarifautonomie, also das verfassungsrechtlich in Artikel 9 des Grundgesetzes geschützte Recht. Hören Sie zu, dann verstehen Sie es, dass Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften miteinander Vereinbarungen treffen, um Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu regeln, dies jeweils frei von der Einflussnahme des Staates. Insofern wird sich auch die Hessische Landesregierung in diesem Verfassungsrahmen neutral verhalten. Und das wollen Sie nicht wahrhaben. Diese gesellschaftliche und grundgesetzlich geschützte Übereinkunft hat im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft einen wesentlichen Beitrag zu unserem wirtschaftlichen Erfolg und damit auch zu unserem Wohlstand geleistet. Für uns ist die Tarifautonomie ein hohes Gut, das im Recht Verfassungsrang besitzt. Und zur Tarifautonomie gehört auch, dass die Tarifvertragsparteien Verhandlungen führen. Also jede Partei kann ihre Position darstellen und für ihre Position kämpfen. Und zu diesem Kampf gehört auch auf Seiten der Gewerkschaften selbstverständlich im Rahmen der Gesetze und Vertretung das Mittel des Streiks.
und ich kann die Position der IG Metall und ihre Forderungen nach einer Gehaltserhöhung und gleichzeitig der Möglichkeit zu einer individuellen und befristeten Arbeitsverkürzung auf 28 Stunden bei einem monatlichen Zuschuss durch den Arbeitgeber durchaus nachvollziehen. Aber es gehört allerdings auch zu den Verhandlungen, dass hier im konkreten Fall der Arbeitgeber aufzeigt, was aus seiner Sicht geht bzw. nicht geht. Und am Ende der Verhandlungen wird es, wie immer auch gegebenenfalls nach einem Arbeitskampf, der ja begonnen hat, zu einem Ergebnis kommen und damit zu einem Tarifvertrag. Da die beiden Seiten auf Augenhöhe miteinander verhandeln, erscheint es mir nicht einsichtig. Und ich betone es noch einmal, warum die Politik, aber vor allem der Hessische Landtag, sich einmischen soll bzw. müsste. Gerade dann, wenn einzelne Personen oder Verbände in der Lage sind, ihre Probleme selbst zu lösen, tun wir gut daran, uns als Politiker nicht einzumischen. Wir tun gut daran, uns nur dann zu Wort zu melden, wenn Probleme nicht von den Beteiligten eigenständig gelöst werden können und ein Ungleichgewicht der Verhandlungspartner gegeben ist. Und in Anbetracht der Stärke der IG Metall glaube ich nicht, dass sie zur Durchsetzung ihrer Interessen und der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Schützenhilfe seitens des Hessischen Landtages benötigt. Weil dem aber so ist, sollten wir uns, so wie es gute Tradition ist, aus den Verhandlungen zwischen den Vertragsparteien schlicht und einfach heraushalten und sie das Geschäft verrichten lassen, von dem sie bewiesen haben, dass sie es am besten verstehen. Und weil uns die Neutralität des Staates, also das Nicht-Eingreifen in die Tarifautonomie, ein verfassungsrechtliches hohes Gut ist, werden wir heute den Antrag der LINKEN ablehnen, was aber nicht heißt, dass wir nicht an der Seite der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen stehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Bächle-Scholz. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kinkel von der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Damen und Herren, auch der Gewerkschaft. Herzlich willkommen. DIE LINKE nimmt den Streik der IG Metall zum Anlass, eine Aktuelle Stunde zum Thema Arbeitszeitverkürzung auf die Tagesordnung zu bringen. Dazu eine Vorbemerkung. Soziale Marktwirtschaft bedeutet, dass wirtschaftliche Aktivitäten kein Selbstzweck sind. Soziale Marktwirtschaft bedeutet immer, dass alle davon profitieren, und natürlich auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ihre Gehälter müssen dazu führen, dass sie sich ihr Leben auch leisten können. Das Thema Streik kann man landespolitisch sicherlich diskutieren. Es entspricht allerdings auch nicht meiner Auffassung von Tarifautonomie, dass die Politik bei laufenden Verhandlungen Partei für eine oder die andere Seite ergreift. Tarifautonomie bedeutet nämlich, dass vielleicht für die Besucherinnen und Besucher, dass die Tarifparteien, also die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände, autonom, frei von staatlichen und politischen Einflussnahme ihre Tarifverträge verhandeln. Und auch die Mittel der Arbeitskampfmaßnahmen, die auf den Abschluss von Tarifverträgen gerichtet sind, wie sie aktuell ja auch laufen, sind verfassungsrechtlich geschützt und müssen frei von politischer Einflussnahme sein. Und das ist auch richtig so, sehr geehrte Damen und Herren. Für Politiker und das Parlament muss die Haltung deshalb klar sein. Es geht einen Schritt zu weit, zu sagen, die eine oder die andere Seite muss unterstützt werden. Es wurde ja hier schon häufig über das Thema Arbeitsmarktpolitik diskutiert. Das ist auch richtig, denn Fragen zum Mindestlohn, Leiharbeit, befristete Beschäftigung oder Minijobs sind wichtige politische Themen, die Rahmenbedingungen formen, unter denen die Tarifparteien verhandeln.
Wir GRÜNE wollen, gute Arbeitsbedingungen, gute Arbeitnehmerinnenrechte und eine gerechte Entlohnung. Wir haben in Hessen eine sehr gute wirtschaftliche Lage. Die Arbeitslosenzahlen sind so niedrig wie schon lange nicht mehr, und auch ungelernte Menschen profitieren von dieser günstigen Konjunktur. Denn auch in diesem Bereich ist die Arbeitslosenquote kontinuierlich zurückgegangen. Deshalb kann ich für uns GRÜNE sagen, dass von der guten wirtschaftlichen Lage auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren müssen. Die Gewinne müssen auch bei denen ankommen, die tagtäglich hierfür arbeiten. Aber wie und in welcher Form, das müssen die Tarifparteien unter sich regeln. Jetzt kann man noch einmal auf das Thema Arbeitszeitverkürzung näher eingehen. Hier haben wir bei Landesbediensteten viele Möglichkeiten geschaffen. Dabei geht es nicht nur um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, oder also im Sinne von Kindererziehung und beruflicher Tätigkeit, sondern auch im Sinne von Pflege von Angehörigen in Vereinbarkeit mit der beruflichen Tätigkeit und, was auch sehr wichtig ist, die Vereinbarkeit der Ausübung eines politischen oder sonstigen Ehrenamts in Verbindung mit einer beruflichen Tätigkeit. Das Land Hessen tut sehr viel, um seinen eigenen Landesbeschäftigten Möglichkeiten der flexiblen Arbeitszeit zu ermöglichen. Wir sind sehr froh, dass das Land Hessen die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten faktisch von 42 Stunden auf 40 reduziert hat, Stichwort Lebensarbeitszeitkonto, auf das die 41. Stunde geht. Es wurden auch Spielräume in den Tarifverhandlungen ausgenutzt, um das hessenweite Jobticket beispielsweise einzuführen. Außerdem wurden in Hessen die Möglichkeiten flexibler Arbeitszeiten, Freistellungen, Beurlaubung oder Homeoffice ausgeweitet. Diese Maßnahmen sind auch wichtig, damit der öffentliche Dienst besonders eben in Zeiten des Fachkräftemangels ein attraktiver und innovativer Arbeitgeber ist und bleibt. Sehr geehrte Damen und Herren, zum Schluss möchte ich den Verhandlern viel Glück und viel Erfolg wünschen. Ansonsten gilt in dieser Aktuellen Stunde, wir haben Neutralitätspflicht, der wir auch nachkommen. Und das kann auch nur im Sinne der Gewerkschaften sein. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kinkel. – Als nächster Redner spricht nun Kollege Rock von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Frau Wissler, Sie müssen an der Stelle immer überziehen. Sie müssen immer überziehen, und gleichzeitig ein Vorgang, der in unserem Wirtschaftssystem ganz normal ist, dass Tarifpartner sich um die Interessen des Unternehmens bzw. der Beschäftigten auseinandersetzen, müssen Sie zu einer globalen politischen Debatte erhöhen. Das ist eine völlige Überzeichnung dieser Auseinandersetzung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern. Mit Ihrer pauschalen Kapitalismuskritik, die Sie hier vorgetragen haben, möchte ich Sie nur noch einmal an die historischen Wahrheiten in unserem Land erinnern. Ich glaube, kein einziger Industriearbeiter unseres Landes, der heute in Deutschland in einem Job ist, wäre bereit, in den Sozialismus der DDR zurückzukehren, indem er in Arbeitsplätzen arbeiten musste, die gesundheitsschädlich waren, in Arbeitszeiten, die wir überhaupt nicht vergleichen können, in einer Bezahlung, die mit der heutigen überhaupt nicht in Einklang zu bringen ist. Hören Sie bitte auf, diese Verklärung der Geschichte immer wieder hier vorzutragen. Es gibt kein Land, in dem man das Experiment so hat scheitern sehen wie in unserem Land. Und darum hören Sie auf mit dieser ewigen Kritik an unserer Gesellschaftsordnung. Ich habe gar kein Problem damit, unsere Meinung zu dieser Auseinandersetzung zu sagen. Aber, und das müssen Sie doch einmal der CDU oder anderen Fraktionen, die das heute hier gesagt haben, auch, ja, wie soll ich das sagen, akzeptieren. Es ist ein zentraler Bestandteil unserer Wirtschaftsordnung, dass die Tarifpartner ihre Angelegenheiten selbst regeln. Und das ist ein Erfolgsmodell in unserem Land. Und Respekt der Politik ist nun einmal, dass man die Tarifpartner das auch außerhalb politischen Drucks für sich verhandeln lässt. Das ist Respekt. Und
Sie provozieren uns natürlich hier an der Stelle, dann trotzdem politisch etwas zu sagen, weil wir nämlich dann sonst hier dastehen würden, dass wir dann dastehen würden, als würden wir uns nicht getrauen, unsere Meinung vorzutragen. Und Sie wären die Einzigen, die dazu eine Meinung hätten. Und damit schaden Sie natürlich solchen Tarifauseinandersetzungen und einer Grundsäule unseres Wirtschaftssystems. Und natürlich ist es aus Sicht der Freien Demokraten so, dass wir flexible Arbeitszeiten brauchen. Natürlich ist es aus unserer Sicht so, dass die starren Systeme, die wir jetzt reinverhandelt haben, aus einer anderen Zeit stammen, dass wir mehr Flexibilität brauchen. Und wir wollen die nicht zum Nachteil der Arbeitnehmer. Und ich frage natürlich auch Sie, wenn Sie sagen, dass sich in der Hochkonjunktur in einem Industriebetrieb natürlich schon an die Leistungsgrenzen gehe. Das ist eine Hochkonjunktur nun einmal so. Das ist eine Situation, die eine riesige Herausforderung ist. Die muss natürlich von den Unternehmen auch ökonomisch abgegolten werden. Natürlich müssen die Mitarbeiter auch profitieren von dem Erfolg des Unternehmens. Aber da eine Debatte, eine gesellschaftliche Debatte mit hineinzumischen, die uns alle umtreibt, ob das die Pflege von Angehörigen ist, ob das die Frage der Kinderbetreuung ist, ob das die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist. Das kann man nicht einfach nur an den Unternehmen abladen. Das ist eine gesellschaftliche und vor allem staatliche Aufgabe, das zu regeln. Und das kann man nicht einfach zur Seite wischen. Und natürlich gebe ich Ihnen recht, auch die Unternehmen müssen sich weiterentwickeln, auch die Unternehmen müssen auf solche Herausforderungen eingehen. Aber ich frage Sie einmal, wenn Sie hier sagen, man ist im Limit mit dem Arbeiten, und jetzt kriege ich aber frei, damit ich zu Hause wieder arbeiten kann. Wo ist denn der Unternehmer, wo ist denn der Arbeitnehmer da entlastet? Sondern das ist eine Frage des Staates, ob ich eine gute Kinderbetreuung habe. Es ist eine Frage des Staates, ob ich eine bezahlte Altenpflege, die man sich leisten kann, hat und die menschenwürdig ist. Das ist eine Frage des Staates und eine Herausforderung erst einmal an uns und nicht an die Unternehmen. Und ich vertraue da auch ich habe auch Vertrauen zu den Gewerkschaften in unserem Land. Es wird ja immer gern gesagt, Freie Demokraten und Gewerkschaften, das wäre wie Feuer und Wasser. Das würde ich mal nicht so im Raum stehen lassen wollen. Wir respektieren die Arbeit der Gewerkschaften, weil die Gewerkschaften in unserem Land sehr viel dazu beigetragen haben, dass wir eine gute Lohnfindung haben, dass wir eine wettbewerbsfähige Industrie haben, dass wir überhaupt noch eine Industrie haben. Und jeder kluge Gewerkschafter weiß ganz genau, dass, wenn er seine Forderung überzieht, er an dem Ast sägt, auf dem er selbst sitzt. Und da sollten wir doch schon noch einmal den Tarifpartnern vertrauen. Wir tun das. Und wir wissen, der Staat hat auch Herausforderungen, und die müssen wir für uns definieren. Und das ist unsere Aufgabe hier im Landtag. Und darum stehen wir dazu, dass Aufgaben des Staates bleiben müssen und die der Unternehmen bleiben müssen. Und wir respektieren die Tarifautonomie. Und darum bedauern wir, dass Sie die Debatte hier wieder hingeführt haben. Aber wir haben kein Problem, unsere Meinung zu sagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wann immer es in einer Branche oder in einem Bereich einen Streik gibt, dann fehlt nicht der Antrag der LINKEN, sei es eine Aktuelle Stunde oder ein anderer Antrag, der Solidarität ausspricht mit denjenigen, die an dieser Stelle streiken. So ist es auch klar, dass bei den Warnstreiks der IG Metall zum jetzigen Zeitpunkt eine solche Aktuelle Stunde nicht überraschend kommt. Es ist schon deutlich gemacht worden und sehr klar gesagt worden, was die Frage von Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie in unserem Lande bedeuten und auch die Fragestellung des grundgesetzlichen Schutzes von Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie. Und ganz spannend in der Fragestellung des Beitrages des Kollegen Decker war ja gewesen, wenn er dargelegt hat, was aus Streiks heraus an Fortschritten oder an Ergebnissen erzielt worden ist, sei es die Frage der 35-Stunden-Woche, sei es die Frage von Tariferhöhungen, von Lohnerhöhungen und anderem. Sie waren aber immer Ergebnis der Auseinandersetzungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Und es tut gut daran, dass die Politik sich aus diesen Verhandlungen heraushält. Insofern ist vollkommen klar, als Mitglied der Landesregierung, darf und vermag ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht kommentieren, ob die Forderungen der Gewerkschaften für alle Beschäftigten sinnvoll sind und ob sie im Rahmen der gegenseitigen Rücksichtnahme und ein Miteinander der Tarifpartner zum Wohle aller Beschäftigten noch erfüllen. Ich kann allerdings sagen, dass es bereits jetzt gesetzliche Regelungen zur temporären Arbeitszeitverkürzung gibt, sei es beim Pflegegesetz oder durch das Teilzeitbefristungsgesetz.
ob die Forderung nach einer Verkürzung der Arbeitszeit auf 28 Stunden für einen begrenzten Zeitraum mit Lohnausgleich anderen Beschäftigten gegenüber diskriminierungsfrei ist, auch das darf und kann ich nicht kommentieren. Wer für diesen Lohnausgleich auskommen soll, ob das die Unternehmen selbst, die Beschäftigten untereinander mittels teilweisen Lohnverzichts oder ob es der Staat sein wird, auch das liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des Landes Hessen. Einerseits durch die Tarifautonomie, andererseits durch die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Arbeits- und Tarifrecht. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir in Zeiten eines erhöhten Fachkräftebedarfs sehr klug miteinander umgehen müssen und die Wirtschaft und damit unsere Lebensgrundlage nicht schwächen dürfen, dass die Zukunft des Landes Hessen gefährdet wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das kann ich sagen, und das ist an dieser Stelle bei der Frage von Vollbeschäftigung, bei der Fragestellung des Konkurrenzes von Unternehmen um Fachkräfte, in der Fragestellung auch geht, dass wir alle Unternehmen stärken müssen und dass im Hinblick auf die Fragestellungen der Belange die Arbeitnehmer in die Tarifautonomie hineinbringen, es ist das gleiche Recht gibt, für Arbeitgeber ihre Belange mit einzubringen, ist das Wesen von Tarifauseinandersetzen. Und insofern ist vollkommen klar, eine Forderung nach Reduzierung der Arbeitszeit, ohne dass auf der anderen Seite die Arbeitszeitvolumina erhöht werden und damit auch ein Verlust von Produktivität damit einhergeht, ist für Unternehmen, die eine volle Auslastung haben, ein existenzielles Problem, meine sehr verehrten Damen und Herren, und kann letztendlich den Erfolg eines Unternehmens gefährden. Und am Ende, bei der Gefährdung eines Erfolges eines Unternehmens, leiden alle darunter. Darunter leidet der Staat, darunter leidet das Unternehmen, aber in allererster Linie die Arbeitnehmer, die dann keinen Arbeitsplatz mehr haben. Und dieser Verantwortung muss sich auch in einer Tarifauseinandersetzung beide Seiten bewusst sein. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit stelle ich fest, dass diese Aktuelle Stunde damit abgehalten wurde.